Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen DayZ-Episode. Oh mein Gott, was war das vorgestern für eine krasse Folge, beziehungsweise Session. Wir haben ja mit der Community das gesamte Balota Airfield unter Beschuss genommen, beziehungsweise dann Lagerfeuer gemacht, das ja unfassbar ausgeufert ist. Ich weiß, viele haben dann gesagt, ey, die Schießerei und so war total unnötig. Das Ding ist aber, dass da ein anderes Team war. Da haben wir ja auch Insider-Informationen bekommen, dass ganz viele andere Spieler ausgeschaltet hat. Und das war dann unsere Reaktion, das zu säubern. Also es tut uns natürlich leid, falls das irgendwie falsch aufgenommen wurde. Aber so viel dazu. Aber trotzdem bedanken wir uns natürlich für die ganzen netten Kommentare. Und heute haben wir eine neue Challenge, denn wir haben euch ja dazu aufgefordert, ihr sollt in den Kommentaren Challenges vorschlagen. Und der User Herti hat in Folge 2, also 102... Genau, hat er einen Username, eine User-Challenge vorgeschlagen. Und zwar sollen wir ein Dorf besetzen und den Servernamen und das Dörfchen bekannt geben. Und wir haben uns in Kamarovo, glaube ich, richtig? Ja. Bei Balota getroffen. Also der Bronze, der Major, der Curry und meine Wenigkeit. Sagt doch einfach mal kurz alle Hallo. Jo! Hallo! Hallo, Zuschauer! Ja, genau. Und das Ding ist, haben uns jetzt alle so positioniert, dass wir uns alle gegenseitig sehen können, wenn wir denn wollen. Also wir können uns, da unten ist der Curry beispielsweise, habe ich ja gerade kurz gesehen. Wir können uns alle so gut sehen, aber das Ding ist, die User wissen nicht, wo wir sind. Und wir haben ein bisschen geflunkert auf Facebook, wir haben gesagt, wir sind 8, dabei sind wir nur 4 Leute. Wir möchten dazu noch kurz sagen, taktisch ist das natürlich alles hier Humbug, aber wir müssen natürlich die Challenges machen. Und wenn du eine Challenge hast, hau's ruhig mal in die Kommentare unter dem Video, weil das ist ja so, dass wir immer Challenges annehmen, die auch von den anderen Usern gut abgestimmt wurden. Und der Herd hier hat 67 Likes zu diesem Zeitpunkt gehabt und da haben wir gesagt, die Challenge klingt ganz geil. Ist auch eine riesen Herausforderung, weil wir wollen das 2-3 Folgen so machen. Hier die Stadt ein bisschen unter Kontrolle behalten, auch in den Häusern bleiben und so und wirklich mit aller Kraft uns hier verteidigen. Und dann nach Balota reisen. Also das Ziel ist, lebendig nach Balota zu reisen. Und der Major hat mich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich unbedingt nochmal betonen soll, dass es nicht klug ist, sich in den Häusern zu verschanzen. Aber die Challenge heißt so. Moment, Major, die Challenge ist so. Und ich weiß, Stadt besetzen heißt eigentlich, dass man auch rumlaufen soll. Das machen wir auch alles, vielleicht nach 2-3 Folgen. Aber das Ding ist, wir haben den Servernamen und den Ort hier in und auf Facebook gepostet. Und deswegen betone ich nochmal ganz dringend an euch, und das ist auch sehr wichtig, wenn ihr mal bei so einer Challenge mitspielen wollt, einfach die Facebook-Seiten vom Bronze, vom Major, der gar keine hat, fällt mir gerade ein, der macht sich ja irgendwann hoffentlich noch einen YouTube-Kanal, vom Curry oder von meiner Wenigkeit, dem Mafuyu, einfach liken oder Twitter und so weiter, und da kriegt ihr immer die Information, wann wir denn eine nächste Challenge aufnehmen und wie ihr mitzocken könnt, welcher Ort, welcher Server. Also unbedingt in die Beschreibung unter diesem Video gucken. Da findet ihr alle Infos. So, das war mein Monolog. Der Server wird jetzt gleich jeden Moment gepostet. Es sind schon einige nachgejoint, wie Tommy LP zum Beispiel oder dieser Clan hier. Und das Ding ist, es kann sein, dass wir nach einer Folge sofort tot sind. Es kann sein, dass es 3 Folgen dauert, bis überhaupt mal jemand hier antanzt. Deswegen, ja, sorry, Major, jetzt kannst du was sagen. Ja, was ich dazu sagen wollte, hast du ja schon erwähnt. Aber bevor alle jetzt rumflamen, also ich will das nochmal ausdrücklich erwähnen, ist eine Challenge von einem User, wir haben es akzeptiert, ist natürlich taktisch Bullshit, was wir jetzt hier machen, einfach irgendwo campen, aber mal gucken, wie das so schwierig läuft. Also, das ist eine Mega-Herausforderung. Ich hab Angst. Der Major hat Angst, der hat immer Angst, der Major. Ja, wir werden auch unsere Position mal wechseln, der Bronze und so, ja. Ist ja auch berechtigt auf jeden Fall, was Major sagt, aber ja gut, ist jetzt nochmal die Challenge, ne, und gucken wir mal, wie weit wir kommen, ob wir es schaffen oder ob wir dann jetzt halt gleich sterben nach ein paar Minütchen. Und wir haben uns so ein kleines Ding ausgedacht, und zwar, wenn uns jemand tatsächlich lebendig kriegt, mit Fesseln oder so, dann kriegt er einen kleinen Preis von uns. Und ich habe mir da überlegt, vielleicht machen wir das so, dass derjenige dann so ein GTA-Poster unterschrieben kriegt oder sowas. Auf jeden Fall, das ist so der Sinn und Zweck dahinter. Wir wollen das ein bisschen, das DayZ-Let's Play ein bisschen auflockern. Wie gesagt, wenn du eine Challenge hast, ruhig in die Kommentare. Und es ist immer so, dass eine Challenge dann 3-4 Folgen lang geht. Oder 4, 5, 6, 7, 8 Folgen. Man weiß es ja nicht, je nachdem, was sich daraus entwickelt. Und dann kommt die nächste Challenge vom nächsten User, die dann irgendwann mal unter dem Video geschrieben hat. Und wie gesagt, umso mehr Likes, umso besser. Aber bitte nicht jetzt in die Kommentare schreiben, like meine Challenge unbedingt. Sondern stimmt wirklich für die Challenges ab, die auch sinnvoll sind. Ja, genau. Ja? Und der Server füllt sich, ne? Ja, der Server langsam. Server, warum auch immer. Server, wir sollten uns jetzt lieber konzentrieren, oder? Also ich denke, die sind jetzt in 2 Minuten da, weil viele waren schon vom letzten Mal im Balota, glaube ich. Obwohl wir da eigentlich alles aufgeräumt haben. Das ist ein 40-Mann-Server, also da passen noch einige drauf. Puh. Echt? Waren es ein 40-Mann? Hm. Ich meine schon. Ja, der 40er.
Oder die man einen 688er Ping. Ja, und alle, die nicht auf den Server gekommen sind, es tut uns natürlich leid dann, aber das ist leider nicht unsere Macht, zu beeinflussen. Und es kann, wie gesagt, sein, dass hier 2-3 Folgen oder überhaupt nichts passiert und wir einfach zurück nach Balota marschieren können. Aber es kann auch sein, dass wir brutalsterweise abgeknallt werden. Es kann alles passieren. Und ist das bei euch auch so, dass wir unter uns immer ein Desync haben? Zum Beispiel, der Bronze hat bei mir jetzt 0, aber Dennis, du hast 207, ich habe 201, der Curry hat 67. Kann sein. Liegt das okay. An dem Server oder an uns? Ja, ihr habt das auch bei mir, ja. Dass die ja, ich hab ja auch, viele sagen ja auch, wenn man nah beieinander ist, ist das mit diesem Desync immer sehr oft, aber wenn das jetzt für die ganzen Leute gilt, dann ist das problematisch, ne? Oh Gott. Ich habe ein Desync von 7 beim Curry. Ja, ich hoffe, das geht jetzt weg. Beim Bronze sogar 0. 28 Meter, Desync ja, 7. Jetzt auch 7, 28. Und bitte nur schießen, wenn es wirklich auf Absprache, ne? Also ich kann wirklich nicht so viel sehen. Ich kann zwar die Straße und die Küste und so sehen. Ich kann auch fast gar nichts erkennen. Halt ja, nur die Straße. Wir können auch nicht schießen. Ne? Also das macht alles schwierig. Wir müssen uns dann hinstellen, Eingang. Dennis. Ne? So ja, wir stellen uns beim wenn wir uns hinstellen, genau, öffnen wir. Aber wir stellen uns erst hin, wenn wir sicher sind. Ja. Ja, ich sag mal so, wir sind hier oben eigentlich komplett falsch. Aber das macht es ja spannender, wie wir dann reagieren. Ne? Ja. Ja, man kann immer noch immer nur wieder sagen, danke auf jeden Fall an die Community, dass sie da immer so fleißig mitmacht. Denn ohne die Community wäre ja die letzte Aufnahmesession nichts. Und das war ja richtig krass, das ganze Lagerfeuer und wie sie dann alle in Reihe standen und geschossen haben. Das und Gericht, hab ich auch noch nie gesehen. Also sowas habe ich in Daisy wirklich nie erlebt. Ich war ja als Sniper vor allem, ne? Als ich in den Hangar reingeguckt habe, da sind so mal einfach so 30 Leute so, weißt du? Das sieht einfach Hammer aus. Und 30 Leute mal in Daisy auf einem Haufen zu sehen, ist mega. Ja. Ja, mein persönliches Highlight war auf jeden Fall, wo sie dann alle gleichzeitig geschossen haben. Ja. Ne? Gut, Dennis dann die Ausbilder gemacht. Voll der Kameramann, voll die Kamera. Ja, voll Hammer. Ja. Ja, und da freuen wir uns natürlich auch dann, wenn wir mit euch zusammen dann spielen können und alles. Genau. Und jetzt wollen sie uns alle umbringen. Genau, das Ding ist, man muss sie ja selber bekriegen hier auf dem Server. Das ist auch so die, also in der Stadt hier, so die Challenge. Also ich bin immer gespannt, ob überhaupt hier was passiert. Ob die Leute überhaupt wissen, wo das Dörfchen ist. Das liegt übrigens ein bisschen, also es liegt in der Nähe von Balota. Ungefähr so 2-3 Minuten, dann ist man in Balota direkt. Aus dem Ende der Karte. Unten links. Ja, einfach Balota, dann die Straße raus und dann immer geradeaus. Und dann kommt man hier dann quasi in der Straße lang, wo wir dann gerade sitzen. Ja, der Curry hat auf jeden Fall das Haus im Blick, beziehungsweise unsere Tür. Und wir haben die Tür vom Curry im Blick und vom Major. Also eigentlich ist es das beste System jetzt hier. Weil wenn bei Major einer reinspaziert, wissen wir das. Und wenn bei uns einer reinspaziert, sieht der Curry das. Der Major kann, glaube ich, Richtung Balota gucken, oder? Also die Straße, wo wir herkamen, sehe ich, wo das Haus links von euch ist. Ja, ich sehe da auch ein bisschen von. Ja, aber mehr auch jetzt wiederum nicht. Ich könnte dann die Küste so ein bisschen, wenn da einer kommt, sehen. Aber wie gesagt, wir haben hier nicht so ein großes Blickfeld, wie man eigentlich haben sollte. Könnt ihr uns eigentlich sehen hier oben, wenn wir hier am Fenster stehen? Ja, ne? Nein, ich ja, doch, ich sehe den Bronze gerade. Guck mal, wenn ich jetzt weiter zurückgehe, siehst du mich dann immer noch? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also wir können hier oben natürlich auch die Gleisen dann überwachen. Ja. Wenn die jetzt über die Gleisen laufen würden, dann würden wir das eigentlich direkt sehen. Ihr könnt sowieso nur auf Spieler schießen, die weiter weg sind, ne? Das haben wir schon. Unten an der Straße könnt ihr nicht hinschießen, kann ich auch nicht hinschießen. Also ja, Major und Curry machen dann quasi hier unten alles fertig, wenn irgendwas ist und wir dann hier hinten, genau. Gucken weiter weg. Curry, wir können es ja so machen, wenn dann, wenn du einen vorne siehst, dann kann ja einer von uns um das Haus rumlaufen und von hinten die töten. Mal gucken, wie das so wird und ich hoffe wirklich, dass die anderen Gruppen sich auch bekämpfen und dass das nicht nur dann heißt, ja, wir suchen die Gruppe und dann war es das, so weißt du. Das nimmt wirklich die ganze Spannung raus. Das Gute ist, dass, wenn jetzt zum Beispiel die den Dennis und den Bronze entdecken, dass die dann nicht wissen, dass wir noch hinter denen sind im Haus. Eben. Dann müssen wir auch aber, bevor wir reagieren, gut gucken, ob noch andere hier sind, ne? Ah, ich habe echt Muffe sagt schon. Ja, das wird echt spannend. Aber das ist eine mega Herausforderung halt, ne? Ja. Das Beste wäre natürlich, wenn keiner von uns stirbt und wir dann gemeinsam am Schluss hier flüchten würden irgendwie. Ja, das wäre der perfekte, also dem dann perfekte Ende. Kommen. Ja, das wäre natürlich das perfekte Ende, wie gesagt, weil wir haben ja eigentlich nur Nachteile. Wir können nicht hier, Dennis und Bronze können nicht rausschießen, wir sind gefangen im Haus. Wir haben eigentlich keine Chance, aber die müssen wir nutzen. Ja. Eieieieieieieiei. Jetzt müssen wir noch warten. Noch sieht alles ruhig aus, ne?
Ja, jetzt ist alles ruhig und wer weiß, wenn die Leute gleich eintrudeln, was hier dann abgeht, ne? Aber was mich jetzt überrascht ist, dass noch keiner da ist, weil letztens war es ja so, die waren nach 3 Minuten schon alle da. Ja, okay, weil Lothar Airfield ist ja auch ein Punkt, ne? Also das ist ja. Aber dass dann so viele, wirklich der ganze Server auf einmal nach 10 Minuten da im Hangar saß. Ja, das war das krass. War und vor allem, krass. Wenn die alle, ich habe ja schon eine Stunde vorher gesagt, dass wir in Balota unterwegs sind. Ich habe natürlich nicht gesagt, in welchem Dorf wir sind, damit letztendlich nicht dann so, damit es nicht so ist, dass die dann direkt hier alle antanzen. Und das Ding ist, einer hat gerade in die Kommentare geschrieben, habe ich noch gelesen, wie können wir denn entscheiden, wer wen getötet hat? Also woher wissen wir, wer der Schütze war? Wie gesagt, wenn man uns lebendig erwischt, kriegt man den Preis. Wenn man dann uns haben lebendig, wir gewonnen, ja. Nicht umbringen. Und das habe ich auch so öffentlich kommuniziert auf Facebook. Aber mich kriegen die nicht lebendig, Leute. Entweder sterbe ich oder ich töte. Also ich werde da nicht lebendig. Der Major ist einen auf Ehre macht. Nee. Lebendig, da geht nichts. Also das, weißt du? Das Ding ist, ich habe gerade geguckt, es sind sehr viele von den Usern drauf, die haben tatsächlich hier Navy Seal und so weiter, Crypto und so weiter, das sind alles Spieler. Das sind 30er Server, nicht 40er, ich entschuldige mich für diese Aussage. Auf jeden Fall hat der Major da hoffentlich alles in Sicht und der Bronze hat hier mit mir so ein wunderschönes Bandana am Boden liegen. Das ist von der Hab Oma. Ist von der Oma vom Bronze. Ja, das hat sie aus Russland mitgebracht. Ich kann das ja mal kurz aufsetzen. Denn ja, komm ganz still. Das war so ein Geschenk von ihm. Ja, der Chinese mit so einem pinken Bandana. Alter. Wir können ja mal, wie sagen, oder. Ich sag mal so. Mach das bitte weg, Bronze, mir wird schlecht. Ja, wurdet danke, ihr schon Oma, mal, aber ist leider nicht so mein Geschmack. Kann ich jetzt? Nein. Okay. Doch, sag. Wurdet ihr schon mal gefangen genommen? Weil ich sag mal so, ich lass mich nicht gefangen nehmen, weil ich schon wirklich gefangen genommen wurde und da wurden die schlimmsten Sachen gemacht, weißt du? Zum Beispiel? Ja, habe ich ja schon mal eigentlich erzählt. Die haben mir wirklich die Beine weggeschossen, mein zweiter DayZ-Tag. Ne? Und ach so, dann lag ich da. Wirklich, da war kein Zombie, kein Spieler auf dem Airfield und ich lag da wirklich eine Stunde, weißt du, und deswegen entweder sollen die mich töten oder ich töte. So gefangen nehmen ist nicht so meine Sache, die werden dann irgendwas Schlimmes mit mir anstellen, kann ich nicht akzeptieren. Aber ich dachte, du lässt gern die Seife fallen. Ja, aber es hat auch sein Leben verändert, auf jeden Fall. Er ist gezeichnet. Ja, bis jetzt ist auf jeden Fall Stille hier, ne? Ja. Bronz, aber wenn du die ganze Zeit hier rumrennst, ob das so gut ist? Nee. Gut, dass du das dann jetzt auch einsiehst. Vielleicht sind die Leute ja noch unterwegs hier, ne? Ja, also wie gesagt, der Post ist jetzt 5 Minuten alt. Ich gucke gerade, wie oder 8 Minuten. Und man muss hier auch noch hinlaufen. Genau. Wir warten einfach mal ab, ne? Wie gesagt, es kann sein, dass auch einfach nichts passiert. Ja, und ich schneide das auf jeden Fall nicht. Über Lothar. Ja, ich sag's immer wieder, wir schneiden die Szene nicht, weil das ist. Nein. Das ist ein Let's Play und ich sag's und muss es ja leider immer wieder sagen. Also ich sehe bisher nichts und wir haben auch nicht die beste Einsicht, aber ich kann Richtung Küste gucken, da betut sich gar nichts. Warte mal, ich muss mir sicher sein. Was denn? Auf den Gleisen habe ich, glaube ich, eine Bewegung gesehen, aber ich will euch jetzt nicht irgendwie eine falsche Info geben. Ich habe nur so im Augenwinkel, weißt du? Ja, der ist jetzt hinterm Haus verschwunden, aber... Was heißt denn wo denn, bei welcher Höhe denn ungefähr? Guck mal, da wo wir zum Beispiel herkamen, von Richtung Balota, ne? Ja. Führen ja die Gleisen hier hin. Ja, ja. Und es kann sein, dass sich da von euch aus gesehen links so 50, 70 Meter einer in der Waldfläche verschwunden ist. Dass der hinter unserem Haus ist. Nein, links von euch. Nee, das ist aber auch. Achso, okay. Ja, wenn ihr auf die Küste schaut. Ihr seht doch die Waldfläche von euch links, die auf einer Höhe ist mit unserem Haus. So eine kleine Waldfläche, so zwischen Küste und Gleisen. Da, ob da einer reingerannt ist oder ob das ein Pixelfehler war, weiß ich jetzt nicht. Okay, ich gucke auf jeden Fall auf die Gleise. Ja, wie gesagt, also die Gleise, da bietet sich natürlich an. Wie machen wir das denn eigentlich, wenn jetzt wirklich jemand ins Haus kommt? Direkt schießen, oder? Sobald das, also, ja klar, also das Feuer. Also gar nicht irgendwie gefangen nehmen oder versuchen mit dem zu reden. Nee. Ja, ich glaube dann. Weil die fangen an, einen an zu bequatschen und wenn die reden, dann wissen die das wie. Weißt du? Dann wissen die ja die anderen, wo. Alter. Ja, und die Challenge war ja jetzt wirklich auch, dass hier dann das Chaos dann herrschen soll, eigentlich in der Stadt, ne? Und man soll auch nicht jetzt von uns denken, wir wären keine friendly Spieler oder so, ne? Normalerweise. Haben wir doch schon gezeigt, dass wir das haben wir doch. Eben, aber viele würden ja denken, weißt du, die nutzen DayZ nur, um PvP zu machen, aber man muss einfach auch zugeben, in DayZ ist das Spannendste einfach.
PvP-Action, weißt du, weil es um die ganzen Sachen geht, die man nicht verlieren will. Ich habe die Vermutung, dass der Unit-Clan bei uns in der Nähe ist, weil die haben alle einen D-Sync von 241, 278 und einer hat einen D-Sync von 0. Wie gesagt, ich weiß nicht, was man darauf geben kann. Es steht ja immer wieder in den Kommentaren, dass man das so als Anhaltspunkt nehmen kann, dass sich jemand in der Gegend auffällt. Ja, aber die sind aber ja nebeneinander dann. Die haben ja einen D-Sync, weil die dann in der Gruppe rumlaufen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, ich finde das eigentlich, ich weiß nicht, soll zwar stimmen, aber ja, sowas will ich gar nicht nutzen, ne? Ja, okay. Also, das interessiert mich auch nicht wirklich eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja. Nutzen ja vielleicht viele. Also, Bronze, ich gucke mal hinten aus dem Fenster, da sehe ich nichts. Wo guckst du jetzt genau raus? Hier runter und dann weiter nach rechts oder was? Oder hinten, immer? Ja. Ich gucke nach hinten immer und nach vorne auf die Gleise. Mhm. Eigentlich habe ich beides im Blickwinkel. Ich spiele mit zwei Waffen, ne? Am besten wäre es sogar, wenn ich mich hinlege. Bronze, du dich auch, weil, guck mal, da hinten kann ein Sniper hier reinschießen. Und wenn du dich hinlegst. Ich habe mich auch hingelegt. Wenn du dich hinlegst, ist sogar noch besser. Das Ding ist, wenn da jetzt ein Sniper irgendwo stehen würde, weil hinter uns aus dem Fenster raus geht ja die Straße hoch. Und wenn davon einer hier reinguckt durch die Fenster, dann sieht er uns wahrscheinlich so oder so. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel liege, ne, bei dir dann eher weniger, wenn du da. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der uns hier dann. Wir dürfen uns einfach nicht bewegen. Mhm. Naja, gut, also ich kann hier gut auf der Straße rausgucken, dann, ne? Mit einem PSO wahrscheinlich noch besser und mit einem Longvisier. Erst recht. Alter. Also ich mach das so, ne? Leute, die auf mich schießen, die werde ich dann versuchen zu töten, wenn es klappt. Aber Leute, die dann mich gar nicht sehen oder so, werde ich mal erst in die Beine schießen, klar, die wir das vorgenommen haben. Genau, ne? Ja. Damit man vielleicht noch später was machen kann, vielleicht mal auch wieder zusammenflicken kann. Und die dann schön. Oh! Alter! Was war das denn? War aber ein Soundbug, ne? Ja, aber der war schön laut. Ja. Es ist mir zu still hier. Ja. Ich glaube, nur den Wind. Ich habe Schuss gehört. Ja, okay. So, Leute, es beginnt. Wahrscheinlich treffen die alle auf dem Weg hin auf sich und werden sich dann alle wegholen. Und also wir können dann einfach gemütlich nach Balota wandern. Ja, genau. Okay. Also mehr aus dem Wald da hinten habe ich so ein bisschen rechts von unserem Haus, Major. Ja, okay. Oder du meintest, da ist vorhin einer reingelaufen. Ja, es kann wirklich sein. Vielleicht ist aber auch ein Sniper, der da ganze Zeit sitzt und wartet, bis alle da langkommen. Eben. Ja, jetzt geht's halt natürlich wieder los mit den Spekulationen, ne? Ja, aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, im Balota sind die Sniper sehr, sehr gern an der Küste. Ja. Also wenn wir später mal rauslaufen sollten, dann lass uns wirklich den Weg links... Sag mal kurz ruhig, kurz ruhig, bitte. Ja. Ich dachte, ich hätte gerade Schritte gehört. Jetzt sieht der Dennis paranoid. Nee, aber sicher, weißt du? Ja. Cory, du hast die Tür im Visier von uns, ne? Ja. Alles im Blick. Boah, das wird so mega, ey. Ja, wenn du willst. Ja. Also man hat schon gehört, ein Schuss ist schon gefallen. Ja, da sind auf jeden Fall Leute in der Nähe. Schuss dem einem Zombie galt, ob der Schuss einem Spieler galt. Das wissen wir. Aber Hauptsache, es geht los, ne? Das wissen wir jetzt. Ja, und das Gute ist, das können wir ja fairerweise sagen, wir sind tatsächlich auf einem Servergang, wo 0 Spieler waren. Ja. Ah, da spricht jemand. Lol. Habt ihr das auch gehört? Nee. Nee. Ich hab da gerade 100% an Reden gehört. Jetzt sind wir mal leise. Ich hab ja auch SFX schon richtig hochgestellt. Ja, hab ich auch. Ich hab alles hochgestellt. Ist wieder ruhig. Auf jeden Fall war der Server wirklich leer und es ist ein 30er-Server, wie gesagt, und alle, die hier nachgejoint sind, sind auch Spieler. Weil um 21.15 Uhr, da nehmen wir das gerade auf, sind die alle nachgejoint und da wurde auch der Server bekannt gegeben mit IP und so ein Quatsch. Und ich sag's nochmal, wenn ihr mitzocken wollt, einfach die Facebook-Seite in der Beschreibung im Auge behalten, da werden die Challenges immer gepostet, beziehungsweise die Orte. Weil immer, wenn ich hier hin und her schwenke, sehe ich in dem Busch die ganze Zeit jemanden laufen oder bewegen, ey, das ist so... Alter, das ist hier die Ruhe vor dem Sturm, ohne Scheiß. Ja. Mhm. Also ich muss zugeben, von der Idee war ich ja am Anfang nicht so begeistert, aber wenn man jetzt so mittendrin ist, dann kriegt man schon Angst, ey. Ja. Voll das. Und man weiß, bei Major geht das nicht so schnell, dass er Angst hat. Man fühlt sich halt so ausgeliefert, wie aus dem Präsentierteller. War das Ironie? Was? Nein. Ja, man kann ja dazu sagen, wir gucken ja mal nebenbei Filme mit Curry und der ist immer einer, der immer wegguckt, wenn es mal dann hart wird. Major, was hast du letztens gesagt? Ich habe kleine Fenster gemacht.
Minimiert. Leute, was ist passiert? Ich hab minimiert. Nee. Nee. Ist eine kleine Pause. War auch mal die Hand vor den Augen. Ja, ja. Ja, aber manchmal muss man auch, wenn man Filme guckt, halt weggucken, so, weißt du? Da wird man auch ja die spannenden Szenen verpasst. Genau. Nö, jetzt seht's mir dann. Ja, aber wenn da einer angeflogen kommt, weißt du, wie der Taros die ganze Zeit das will, da gucke ich doch nicht hin, ey. Also bei so einem Exorzismus oder so einem Kack, weißt du, das macht mir sowieso Angst. Ja, gerade diese japanischen Horror-Mädels da mit den schwarzen langen Haaren. Ja. Die sind dann ja meistens nicht so. Vor allem, man hört ja nur den Wind. Ja. Stille. Trotzdem bin ich richtig angespannt zwischen den Bäumen. Weil man diesen Schuss gehört hat, ne? Mhm. Ja, man weiß, ich weiß es halt. Kann der Schuss losgeht. Von Balota kommen oder war das zu weit weg? Nee, das war, der war zu nah dran, glaube ich, dass er, als er von Balota kommt. Ja, vielleicht hat sich eine Gruppe vielleicht hier positioniert und wartet nur darauf, dass wir rausgehen oder dass eine andere Gruppe hier hinkommt. Ja. Ich würde mal sehr zu gern jetzt mit meinem Longscope einfach mal rausschauen, aber ich traue mich das nicht, weil erstens habe ich eine AKM in der Hand. Ja. Und wenn ich meinen Kopf raus. Schrecke, kannst du dein Handy, Christian? Ja, wenn ich meinen Kopf rauszeige, dann ich glaube, das geht nicht gut. Ich habe irgendwie Angst, aber ich versuche es jetzt mal. Weil, also die Zuschauer, ihr könnt das vielleicht nicht nachvollziehen, aber das Ding ist, stellt euch vor, der Gegner weiß ganz genau, wo ihr seid. Ja. Außer nicht genau präzise in dem Haus oder so, aber das Örtchen hier ist ja sehr Stadt? Beschaulich, genau. Und es sind 40 Leute gegen, oder 30 Leute, beziehungsweise 27. Okay, ich sehe Spieler. Ja? Zwei okay. Spieler, okay, die sind, wo ich gesagt habe, an der Küste, also an der ist genau an den Gleisen. Okay, Dennis, wenn du nach vorne guckst, Bronze, 12 Uhr, ne? Mhm. Major, ich kann dir ganz gut sagen, rechts von dir ist so ein kleiner Güterbahnhof. Siehst du denn so ein kleines Gebäude? Nee, so an den Gleisen direkt. Sehe ich nicht, nee. Aber, kann er gar nicht sehen. Aber ich sag euch mal so, ich mache eine ganz präzise Beschreibung jetzt. Wenn ihr, vorne ist einfach Norden, 12 Uhr, ja? Ja, wo die Küste ist, genau. Mhm. Genau, dann guckt ihr etwas weiter nach links. Der ist direkt an den Gleisen in dem Busch drin, wo auch gerade ein Zombie reingelaufen ist. Also er müsste gleich über die Gleisen kommen. Er müsste gleich so, über die Gleisen mal, kommen, hierher, also, oder? Also nicht mal 11 Uhr, ist genau fast 12 Uhr bei euch. Er müsste gleich über, jetzt geht er über die Gleisen. Ja. Bronze, nicht bewegen. Okay, seht ihr die Waldfläche, von dem ich vorher sprach? Jetzt läuft er da rein. Mit einem grünen Rucksack wahrscheinlich. Ihr seht doch das Haus, wo wir mit Curry reingegangen sind vorhin. Also das Haus genau vor euch, dieses Café das da. Rote, ne? Ja. Genau. Da links ist eine Waldfläche. Ja, die links. Können wir von hier aus nicht sehen. Nee, nee. Doch, ihr könnt da reingucken, wenn ihr von rechts so weiter nach links guckt. Auf jeden Fall kommen die von da, wo wir auch herkamen. Zwei Spieler? Wald. Ein Spieler hat sich positioniert. Zwei Spieler. Nee, kämpft gegen Zombie. Grüner Rucksack. Okay, nur schießen, wenn ihr... Nein. Nur ich könnte ihn töten. Und den anderen? Einen Schuss, oder wie viele Schüsse ist, brauchst du? Er ist nur einer, er ist mega frei, aber dann würde ich meine Position verraten. Er läuft jetzt so frei... Na gut, wenn er ihn erwischt, ist er tot, ne? Deine Position... Okay, warte mal. Dennis, du wolltest mich doch in ein rotes Haus schicken, ne? Ja. Direkt hinter mein Haus. Davon etwas weiter links. Zweiter Spieler kommt. Okay. Oh Mann, ich sehe das hier nicht, ey. Ich sehe okay. auch nicht. Ja, oh, Alter! Der guckt okay. auf unser Haus. Schüsse von Schüsse, Alter. Zwei Schüsse hinter Leute, eurem Haus töten. Her. Ich will ihn töten. Hinter unserem Haus. Ah, links ja. von uns M4-Schuss. Und der Krankenwagen wieder ein Currys Ghetto gegen. Echt gar nicht. Das war bei mir. Aber der ist so frei, weißt du. Na, gib den Headshot, genau, komm. Ne, jetzt nicht mehr. Der ist genau hinterm roten Haus, wo du mich gerade reingeschickt hast oder wolltest. Mhm. Habt ihr gerade die M4-Schüsse gehört? Die waren so nah. Ja, das ist direkt neben uns. Aber Curry, du siehst unser Haus, unsere Tür, ne? Ja, ja. Sobald einer... Ich kam eh rechts von uns. Ja, aber du siehst die Tür. Ah, ja, hier, ich hab ihn gesehen, Dennis. Ja, also, die Schüsse waren von Major, Ihnen, sag mal kurz ruhig, bitte. Direkt vor uns siehst du das braune Haus. Hinter ja, diesem braunen Haus genau, ist er jetzt. Okay. Da, wo ich gerade hingucke, ne? Ja, ich guck da auch hin. Ja, ich seh ihn. Er liegt sich an... Ist er tot? Er kriecht. Ja, er wurde Wollen sie nicht schießen, nicht schießen. Die beschießen sich gerade gegenseitig, wie wir das vorausgesagt haben. Grüner Rucksack, Leute. Ja, genau, liegt genau. Am Boden. Nee, der wurde nicht beschossen. Der wurde gerade von einem Zombie angegriffen. Der hat auf einen Zombie geschossen. Ich habe das gesehen mit der M4. Oh, wieder so ein Mosin-Schuss, aber von ganz weit links. Nein, Major, an dem braunen Haus, siehst du nicht, da liegt jemand. Okay. Mit einem grünen Rucksack, der liegt direkt neben den Gleisen. Ja, genau. Bronze, ist er tot? Hast du ein Visier? Glaube ich. Ist er tot, ne? Warte mal, ich gehe mal kurz ein Stück zurück und Visier. Pass auf. Oh, jetzt geht's ab, ey.
Der ist tot, der liegt da einfach regungslos. Ja, dann wurde der erschossen. Okay. Also, wie gesagt, die bekriegen sich auch gegenseitig hier. So, und jetzt denke ich mal, fangen die Geier an und wollen nämlich denn seinen Loot haben. Und das ist für uns die Eintrittskarte. Guck mal, Dennis, am besten machen wir das so, wenn wir uns bewegen wollen, dann legen wir uns hin und drücken Q oder ja, E, ja, weißt du, ja, dann können ja. wir uns lautlos bewegen. Okay, der wurde von rechts anscheinend beschossen, oder? Also hinter eurem Haus, Major. Glaube ich auch, so weiter an der Küste, ne? Ja. Genau das vermute ich auch, ja. Er lief nämlich gerade auf der Gleise ungefähr lang und dann wurde er irgendwie erschossen, aber von wo ist echt eine gute Frage. Ja, und nochmal an alle Zuschauer, die sich jetzt aufregen, weil wir hier rumcampen. Das ist, wie gesagt, die Challenge. Also ja, das ist die Challenge. Wir halten uns immer an die Vorgaben. Wir können die Stadt nicht besetzen, indem wir frei rumlaufen, weil zu viert ist das natürlich ein bisschen öde. Weil, finde ich, ja gut, andere holen mit einem als ein Spieler vier andere weg. Ein Spieler ist gerade aus dem grünen Haus links neben euch rausgekommen. Rennt jetzt über die Straße in das Haus links von uns. Aber nicht in unseres, ne? Also rechts von uns, wenn ihr da hinschaut. Ist jetzt hinter das Haus gelaufen. Ah, ich sehe ihn. Grüner. Ah, ich sehe ihn. Ja, er hat einen blauen Helm auf. Ja. Bronze, nicht bewegen. Ich sehe ihn. Okay, er ist hinter der Polizeistation, Bronze. Aber geh jetzt nicht ans Fenster, weil da kann dann natürlich auch ein Sniper sein. Er ist jetzt hinter der Polizeistation. Alter. Ich bin so angespannt, ne, ey. Also der ist in dem Haus gespawnt und ist da rausgekommen. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, nicht, dass sie auf anderen Servern irgendwie hier rüberlaufen. Ah, stimmt, ne? Nicht in die Häuser positionieren und dann hier einloggen, ne? Ja, wie asozial wäre das denn? Sorry, aber. Ja, aber das hat der gemacht gerade eben. Das hat der gemacht, ja. Also was hat der gemacht? In welchem Haus ist der gespawnt? Neben euch. Links das grüne Haus, neben euch, also rechts von euch. Und da ist der einfach dann rausgekommen quasi. Ja, ist er rausgekommen, hat die Tür aufgemacht. Tür war ja vorher zu, da konnte er gar nicht. Das ist ein bisschen blöd, weil wir haben ja gesagt, spielt fair. Also wir würden uns natürlich schon wünschen, dass wir jetzt kein Commit-Logging irgendwie erfahren müssen oder sowas ähnliches. Ja. Sondern das Gute ist, also nicht für die Spieler, aber manche verlieren immer die Verbindung und dann können natürlich andere nachrücken. Ja. Ja, zwei Leute gerade. Ihr habt die Richtung im Auge, ne? Da wo der gerade hingelaufen ist. Ja. Nicht, dass ihr gleich irgendwie in die weil wir haben ja eine Hintertür, die ihr nicht einsehen könnt. Ich guck jetzt mal hier so rüber zur Polizeistation. Ich guck ganz halt zur Polizeistation. Genau, ich guck auf die Gleise, Polizeistation. Die Leiche liegt da immer noch, da ist noch keiner gewesen. Boah, Alter, das ist krass. Wie gesagt, die Zuschauer, die können das vielleicht nicht nachempfinden, aber wie gesagt, wenn man tot ist, ist man tot, ne? Und Balota, dann spawnt man den Berenzino und ist dann weg. Also man ist dann raus aus dem Let's Play. Und deswegen besondere Obacht. Das hat der Sascha ja auch in der letzten Aufnahme leider erfahren. Ja. Der Arme. Vor allem der Einzige, der abgeknallt wurde, dann ja. zufallsbedingt, dann Sascha leider, ne? Und je nachdem, wie viele Folgen wir, ich glaube, es werden zwei Folgen so, dass wir hier drin sind, in den Häusern, dann fangen wir langsam an, uns zu sammeln und werden dann in den Trupp die Stadt dann anders immer. Wir können natürlich jetzt nicht 8 Folgen hier in den Häusern machen. Nee, das ist jetzt einfach nur, um zu gucken, wie die Lage sich hier. Also jetzt bevor das die Leute genau das, was wir prophezeit haben, das, was wir auch wollten, dass die sich auch gegenseitig beschießen, also nicht irgendwie eine Mega-Gruppe bilden und dann irgendwie unsere Häuser da besetzen. Ne? Ich habe den Spieler aber aus den Augen verloren, also er war hinter der Polizeistation, dann ist er weg. Ich habe keine Einsicht mehr auf den. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein Mosin-Schütze, wie wir vorhin festgestellt haben, der den anderen Spieler ja ausgeschaltet hat. Er ist so in der Pro Richtung Küste oder Sniperberg, weil anders hat er gar keine Sicht auf den. Es sei denn, die laufen in der Gruppe und der ist auch irgendwo bei denen und schießt. Nee, der war alleine, Alter. Der kam ganz alleine aus dem Haus raus. Ja, der war alleine. Der ist auch alleine an der Polizeistation vorbei. Nee, ich meine den Typen, den Mosin-Schützen meine ich. Ach so. Weil, wenn er den grünen Typen hier gerade getötet hat, muss er eigentlich. Ja, okay, Sniperberg geht nicht, hat keine Sicht drauf. Küste, glaube ich, ne? Ja, Sniper. Meinst du nicht, dass du rausglitscht, dass man von draußen deine Waffe sehen kann, ne? Immer ein Stück nach hinten am besten gehen. Kennst du das ja, DayZ und so, ne? Ja, das stimmt natürlich, ne? Ja. Aber trotzdem ist es bisher noch ganz ruhig eigentlich, außer ein paar Bissen. Einen Toten gab es jetzt schon mal, ne? Spielen. Ja, solange der nicht zu uns gehört, ist das alles gut. Also richtig Remi-Demi-Witz haben, wenn wir alle die Häuser verlassen und uns sammeln. Das wird richtig schwer, weil... Ja, da müssen wir dann richtig aufpassen, auf jeden Fall. Ja, Dennis, und wir müssen natürlich auch dann immer ein bisschen hinten dann gucken hier, ob die Tür nicht zufallsbedingt dann einmal aufgeht, ne? Ja, weil wenn er wirklich jetzt hier Commit-Logging-mäßig reinkommt, da kann dann Curry auch nicht helfen oder so. Also, aber wenn das einer macht, dann werde ich diese Community-Aktion nicht mehr machen, weil das ist mir zu blöd dann, so unfair zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, besonders wenn es dann darum geht, sich gegenseitig zu töten, ne? Also, wenn dann schon fair und nicht irgendwie mit irgendwelchen. Also, die Leiche liegt Mitteln. Da immer noch, Alter. Da ist noch keiner hin. Hm. Da wird auch keiner hingehen. Nee, vielleicht denken die genau das gleiche wie wir. Ja, eben. Mhm. Dass da dann. Ja, der tut mir jetzt eigentlich ein bisschen leid, ey. Der kam gerade an und ist sofort gestorben. Ja. Ja. Ja, aber okay, wenn man auch so öffentlich da rumrennt, sorry, ja, aber. Eben. Ja, ja. Ja gut, aber das so war jetzt die Challenge und wir haben das ja auch dann bei Facebook. Ja, aber weißt du was, wir hören jetzt mal auf, uns zu rechtfertigen. Wir haben die Sachen erklärt hier und dann fertig. Wenn es einem nicht passt, Alt F4, dann ist der Chrome Browser, Internet Explorer oder Mozilla Firefox geschlossen oder Safari. Punkt. Ah, noch einer verlinkte Power Muffin. Power Muffin, schönen Gruß an dich. Ah, ich finde dich schon mit deinen Muffins an, ey. Muffin. Ah, jetzt ein Muffin. Aber mich würde mal gerne interessieren, wer den da umgebracht hat und warum. Da gab es auf jeden Fall eine Schießerei irgendwo. Wäre auch krass, wenn im Haus neben uns schon einer sitzen würde oder so. Das ist bei der Serie so die Sache. Nicht weiß. Ja, ja. Wie der eine gerade, der da einfach rausgerannt ist. Spaziert er einfach durch die Tür raus. Ja. War auch ein bisschen riskant von ihm, aber hat er Glück gehabt. Vorne ist nichts, Dennis, wa? Ich sehe nichts, Nullus. Ich sehe ja auch überhaupt nichts gerade. Nee. Hm. Immer noch ruhig. Oder wieder. Habt ihr auch den Zombie gehört? Ja. Ich höre die ganze Zeit so Zombie-Geräusche, aber die gehen halt nur. Ja, stoppen dann in der Mitte. Da schon wieder. Sind das dann Soundbugs? Ja, ne? Warte mal, hab ich da einen Spieler gesehen? Warte mal. An der Küste hat sich da gerade was bewegt. Das klang so, als hätte sich da gerade jemand verbunden, oder Dennis? Oder hast du dich gerade bewegt? Ich habe mich gerade kurz bewegt. Sorry. Okay. Da hinten flimmert was, aber ich weiß nicht, ob da was kommt. Wo denn? Ah, jetzt hat's aufgehört. Wenn du von dem Haus, nehmen wir das braune Haus immer, weißt du, was ich meine? Mhm. Links daneben ist ein schwarzer Strich, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Pixelfehler ist. Flimmert auf jeden Fall immer. Hm. Ganz weit weg. Versuch mal ein bisschen zu scouten. Warte mal, ich stelle mich mal hier in die Ecke. Der Bonzer holt die rum, ey. Trocknet den Boden. Ja, geht ja nicht anders. Ah, das siehst du schon. Sind halt die Schritte, ne? Hm. Wo sind die Spieler hier? Ich mach mal eben das PSO rauf. Also der Server ist voll. Hier sind irgendwo bestimmt welche. Pass mal auf, dass die ums ganze Dorf irgendwelche sitzen, die einfach nur abwarten, was passiert. Ja. Wie wir. Ich glaube, die kommen alle Richtung Küste. Weiß nicht warum, aber dort sind die sicherer. Ja, weil das so ein bisschen runtergeht, ne? Man sieht die nicht sofort. Ich kriege hier lang und der ist voll außer Atem, der Typ. Wow! Okay, das war recht neben. Ja, das war rechts neben uns. An der Polizeistation da irgendwo muss es gewesen sein. Ein Mosin-Schuss. Wahrscheinlich der Typ mit dem blauen Helm. Der hat sich da wahrscheinlich verkämpft oder so. Mal sehen. Worauf hat der geschossen? Wahrscheinlich nie auf einen Zombie. Auf uns auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, vielleicht laufen ja noch ein paar Leute rum irgendwo in der Gegend. Ja, aber noch traut sich keiner in die Stadt, ne? Nee, das ist so, alle warten ab und so und gucken das ist das Problem. Nach und nach werden die Leute riskanter und das sollten wir noch abwarten. Ich würde da und nicht... Irgendwann explodiert die Bombe. Ja. Ich habe was gesehen und zwar von aus unserer Sicht und dann 3 Uhr Richtung Küste, 2 Uhr, 1 Uhr ungefähr Richtung Küste. Ja. Da lief einer von rechts nach links quasi, weißt du? Also müsste der zu dem braunen Haus gleich kommen. Genau, der müsste. Das war wahrscheinlich der Typ, der geschossen hat. Ja, der hat sich auf jeden Fall bewegt. Das war auch kein Zombie, glaube ich. Gucken wir mal nach vorne, Dennis, aber da müsste eigentlich zu sehen sein. Guck auch mal unsere Tür. Genau. Ich sehe aber keinerlei Bewegungen, Bonze. Der ist wahrscheinlich zur Küste unter, oder? Also der ist wirklich so Richtung Schienen gelaufen. Okay, warten wir mal ab. Das ist echt ein Geduldsspiel heute. Ja, klar. So ähnlich wie die Festung, ne? Ja, und die Zuschauer, wenn ihr mal einen Spieler seht, den wir übersehen, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare mitsamt Zeiteingabe posten. Ja klar, dann gucken wir das mache ich auch gerne, Alter. Das gucke ich mir dann immer so an, so weißt du, ob das stimmt und
wo der dann war, ist immer cool. Vor allem den hast du dann ja auch wirklich dann teilweise nicht gesehen, ne? Und dann ist das auch so Schock. Ja. Kannst du froh sein, dass du es dann überlebt hast. Ja. Wo sind die Spieler? Boah. Wir warten. Gespannt eigentlich, weil jedes Geräusch könnte irgendwas verraten. Mhm. Ne? Vor allem die Leiche da vorne ist immer noch so krass. Also wie gesagt, in der Folge ist eigentlich viel passiert, denn die Leute tummeln sich anscheinend schon hier rum. Und, man muss ja nicht immer Aktiv-Action haben. Ja. Man kann ja auch einfach mal zuhören und beobachten. Ja, so Kriegsberichterstatter. Als wenn man einen Actionfilm guckt. So, ich gucke auch hier nebenbei immer so einen Verlauf, was die Leute so auf Facebook schreiben. Ja. Und manche haben geschrieben, dass sie tatsächlich sich in Balota treffen und jetzt gemeinsam hier rüber marschieren. Oha. Also, mal abwarten. Ja, genau, das sollte es aber nicht sein, oder? Ja, Grüppchen bilden sich schon. Wenn das so ist, dann ist das so. Können wir nichts gegen machen. Ne? Wir sind ja auch eine Gruppe im Endeffekt. Okay, ich sehe Spiele, Alter. Ich sehe, jetzt mal ganz Eigenlob, ganz kurz. Ich sehe Spieler unmöglich so, also die man eigentlich gar nicht sehen sollte. Der ist ganz hinten an der Küste neu angekommen und ich habe den hinterm Baum gesehen, so ein ganz, nur so ein Pixel, weißt du? Mhm. Und der sollte auch gleich über die Gleise marschieren, wenn er weiter nach vorne geht. Jetzt ist er nicht mal in meinem Sichtfeld, aber also die Küste ist da voll, auf jeden Fall. Weil wenn ich schon einen Spieler sehe und dann ihr seht da hinten Spieler... Ja, das kann der natürlich auch gewesen sein, den ich von gesehen habe, ne? Der ist da ja auch so in Richtung hingelaufen. Also der ist jetzt eher so Richtung Balota-Küste, also weiter links von euch. Mhm. Läuft der weg oder kommt der? Er kam angeduckt, immer weiter nach vorne. Okay. Er könnte sich vielleicht in den Busch legen, aber er hätte gar keine Schussposition auf unser Haus oder so. Die wissen ja nicht, wo wir sind. Keiner weiß, dass wir hier drin sind. Das kann keiner wissen. Ja, wir haben noch keinen Schuss abgegeben und gar nichts. Ja. Leute, die Folge geht auf jeden Fall noch ein paar Minütchen, denn mal gucken, was jetzt mit dem Typen passiert. Da machen wir jetzt keinen Cliffhanger raus, denn ich will euch ja auf jeden Fall noch ein bisschen... Sonst gibt es ja wieder Hasstränen. Sehe ihn. Ja, aber eine Beschreibung wäre unmöglich. Nee, erklär, was macht der? Sag lieber, was er macht. Kommt der her? Der kommt nicht her. Der versucht sich in einem Baum zu verschanzen, glaube ich, oder zu verstecken. Du musst mal die Position durchgeben, wo genau. An den Gleisen wieder. Ja. Ich sag mal so, da wo der grüne Typ, wo der liegt, ne? Hm? Genau. Weiter links die Gleisen entlang, aber ihr könntet ihn nicht sehen, weil erstens liegt er in einem Busch drin, zweitens ist das Haus genau zwischen euch. Könntest du den treffen? Okay, nee, jetzt läuft er genau über die Gleisen Richtung Hauptstraße, wo wir auch herkamen von Balota. Okay, da bin ich im Auge. Er ist aber, wenn wir, also von links von euch gesehen, ist er so 50 Meter weiter weg. Okay. Mhm. Sag, wenn er näher kommt, Major, ne? Er ist halt in diese Waldfläche reingerannt, von dem ich die ganze Zeit spreche. Die Waldfläche links von euch. Hast du auch die Schritte gehört, Brunze? Ja, ich war das. Ich bin gerade ein Stück nach vorne gerutscht. Ja. Also ihr seht ja das Café, ne? Hier, das Haus neben uns. Ja, ja. Und links weiter ist ja so eine Waldfläche, mehrere Bäume, so weißt du. Und da ist er gerade reingerannt. Weiß nicht, ob der jetzt da campen will, ob der weiter rennen will, sodass er später hinter euch wäre. Bringt ihm ja nichts, ne? In dieses Haus gibt es ja nur einen Eingang. Genau. Gott sei Dank, ey. Aber er wurde noch nicht beschossen. Ja, da müssen wir natürlich abwarten, dass die erstmal dann den ersten Schritt machen, ne? Das Gute ist, da hinten läuft ein Zombie, den kann ich dann immer schön als Anhaltspunkt nehmen, wobei der Zombie bewegt sich, das ist auch nicht so lass gut. Lass uns mal so Spots suchen, die wir jetzt einfach benennen, zum Beispiel die Waldfläche, von dem ich rede, ist einfach, die mittige Waldfläche, sagen wir jetzt, ja? Und dann haben wir immer die Polizeiwache und die Küste, so, dass wir, oder nicht mal die Waldfläche, nehmen wir Balota-Wald oder so. Ja, aus Richtung Balota, dann den Wald. Oder Stadteingang Wald oder sowas. Ja. Wir direkt wissen, wo der Spieler sich aufhält. Und das braune Haus nehmen wir bei der Güterhaus. Oder Güterbahnhof. Mhm. Okay. Kommt doch ungefähr hin, ne? Ja, dann gibt's halt das beige Haus links von euch. Die Polizeiwache. Oh. Hinter eurem Haus mehrere M4-Schüsse. Nichts gehört. Okay. Hab ich gerade gehört. Ich hab gar nichts gehört, komischerweise. Doch, hundertprozentig. So, da oben läuft ein Zombie noch, der läuft wieder den Berg hoch, also bewegt sich kaum, beziehungsweise läuft ganz langsam, der hat noch nichts irgendwo Akku. Achso, meinst du rechts von euch, ne? Ja. Den sehe ich auch. Da
Das Gute ist natürlich, was das Combat Logging ein bisschen außer Kraft setzt, dass die Server ja auch voll sind, ne? Ja. Und wenn die dann versuchen, Combat Logging zu machen, dann kommt man vielleicht nicht auf den Server oder so. Das war nach. AKM-Schüsse? Ja, hinter uns. Hinter eurem Haus, genau. Mhm. Ja, ja. Ich glaube sogar, sie haben auf den Typen geschossen, der gerade... Oben ist einer im Haus, im grünen Haus, leben euch. Ja, das andere grüne Haus. Aber ich glaube, ein kleines bisschen... Ganz ruhig, er könnte dich sehen, ne? Nee, ich liege, der sieht nicht mich bewegen, nicht. Curry. Nee, ich mach gar nichts. Er guckt da aus dem Fenster raus, der sitzt links in der Ecke. Der spottet halt auch die Straße. Bewegen, Dennis. Ja, ja, ich bewege. Ja, ja. Ach so, stimmt, also, sorry. Sieht er nicht, ich liege, der kann gar nichts erkennen von mir. Ja, okay. Jetzt ist natürlich jede Bewegung fatal. So, wenn er direkt neben uns ist, dann wird er das auf jeden Fall hören. Er ist direkt im Haus neben euch. Genau dasselbe Haus. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Okay, Curry, sobald er zu unserer Tür geht, machen wir das entweder so, dass du das Feuer öffnest, wobei das bei dir nicht vom Vorteil wäre, weil du... Ich kann das Feuer nicht öffnen, weil bei mir noch so Bretter... Major, du kannst nicht auf unsere Tür gucken, ne? Nee, aber ich könnte natürlich runterkommen, das wäre natürlich... Ja, ich kann auch dann eben die Tür aufmachen, dann kann ich direkt schießen. Also ja, aber wir können ja uns ja auch drum kümmern, weil wir sind ja zu zweit sogar hier. Wir sind ja im Vorteil. Ich habe ein bisschen Angst gerade, aber guck mal, er ist jetzt direkt neben uns im Haus gespawnt. Er könnte jetzt ja auch schon hier gespawnt sein oder er kommt gleich, weißt du? Also, ja, aber ich... Moment. Curry, hast du hinter unserem Haus jemanden essen hören? Nee. Ich habe gar nichts essen hören, nee. War eigentlich sehr nah, aber ich hoffe, es war ein Soundbug. Bronze, aber das ist sehr unwahrscheinlich, weil der Server ist immer noch gepostet und hier loggen die sich immer direkt danach wieder ein. Ja, aber wie ist der da reingekommen gerade? Das frage ich mich. Das frage ich mich auch. Wie kommt der das da rein? Das frage ich mich auch. Ich habe ja gerade gesagt, dass das eigentlich nicht sein kann mit dem Combat-Logging, wenn die Server voll sind, aber offensichtlich ja schon, ey. Das ist ein bisschen komisch. Combat-Logging ist das ja nicht, Bronze, so ganz. Er macht es ja so, dass er auf... Vielleicht ist er erst hingelaufen. Genau, er läuft hier hin, setzt sich auf einem anderen Server in sein Haus rein und geht erst auf den Server, wo wir jetzt sind. Das kann natürlich sein, aber ich meine nur, wenn jetzt schon mehrere Leute hier in den Häusern gespawnt sind, dann ist das halt ein bisschen komisch. Ja, naja, die machen alle so, dass sie erstmal hier hinrennen und dann sich da reinsetzen und dann... Also jetzt gerade erkenne ich nichts in dem Raum. Also ich sehe nichts, ich sehe ihn nicht mehr. Vielleicht ist er noch da, vielleicht aber auch nicht. Er macht wahrscheinlich das gleiche wie wir. Aber er ist nicht rausgegangen, ne? Nee, das hätte ich gesehen. Okay. Also sollte sich jemand bei euch einloggen, sofort draufschießen. Mhm. Weil das geht gar nicht. Da brauchst du auch gar nicht mehr reden oder so. Das ist ja... Nee, Quatsch. Selbst wenn man auf einem anderen Server hier die Stadt läuft und dann sich hier einloggt, das ist ja genau dasselbe eigentlich. Der Zombie da hinten ist auf jeden Fall weg. Aber ob der jetzt einfach nur weggespaziert ist? Nee, den sehe ich noch. Der läuft immer noch weiter da. Aber noch wollen wir abwarten, wie das sich so entwickelt, ne? Ja, und das gehört zu DayZ dazu natürlich. Ja. Ja, viele werden wahrscheinlich denken, ja, ihr besetzt eine Stadt und lässt zu, dass alle hier reinlaufen und da tun, was die wollen, ne? Aber wir wollen eigentlich warten, bis es wirklich anfängt hier... bis die anderen Spieler erstmal die Fehler machen. Genau, und bis die sich erstmal gegenseitig auch bekriegen. Dann stell dir erstmal vor, wir laufen später raus und überall sind Schüsse, weißt du? Und du musst hier mal entkommen oder halt einige töten. Ja, und diese Challenges haben halt immer diese Vorbereitungszeiten, ne? Das hat man ja... ja. Auch bei der letzten gesehen. Boah, Alter, war der laut. Der war richtig laut. Alter. Leute, hab ich mich erschrocken. Ja, der Schuss war aber auf ein Haus, ne? Auf welches Haus? Curry, der war richtig nah bei uns, oder? Also, ja, war der auch. Der war richtig nah. Ja, und ich glaube sogar, dass der Schuss auf unser Haus war. Aber wie? Auf unser Haus? Hä? Ja, weil ich hab den direkt hier bei uns einschlagen lassen. Zu 100%. Ein Schritt, Dennis. Das war gerade ein Schritt. Unter uns wahrscheinlich. Curry, ist unsere Tür noch zu? Die Tür ist zu, ja. Okay, Bronze, guck auf die Tür genau. Wird der Server bei euch auch dunkel? Nee. Nee, geht. Ich hab hundertprozentig gerade einen Schritt gehört, Dennis. Du liegst, also es kann nicht sein. Ich habe gerade im Haus. Ich habe gerade auszusehen auf eine Taste gedrückt, aber da habe ich nur eine Geste gemacht, aber das. Nee. Curry, haben wir die Frage. Ja, war der Schuss? Jetzt die Frage, auf wen oder was hat er geschossen? Habt keinen Schuss gehört, Leute. Nee, der Schuss ist so laut. Der Schuss ist direkt bei mir oben eingeschlagen. Ich hab's doch gehört. Bin ich aus Versehen rausgeglitscht? Also bei mir hörte sich das eher an, als wenn der Schuss einfach hier direkt an der Wand, dass er hier sitzt und einfach abgegeben wurde, der Schuss. Nee. Das war ein Einschlag. Also der Schuss ist irgendwo eingeschlagen. Weil wenn er neben uns irgendwo wäre, dann hört man einen anderen Sound.
Boah, ist das jetzt krass, Alter. Ja. Die sind überall Leute und man weiß einfach nicht wo. Und das ist das Problem. Also, Hertie, du hast auf jeden Fall eine mega Challenge ausgesucht. Für den Zuschauer wahrscheinlich gerade noch ein bisschen langweilig, aber ich sag euch, Leute, das wird bestimmt noch krass. Wenn nicht, ist auch halt so, ist es halt so. Aber wir haben es ja so gesagt. Ja, es wird noch krass. Ich spüre doch schon, weißt du. Es kann jetzt jeden Moment irgendwas passieren. Boah, ich hoffe wirklich, dass der Schuss nicht... Boah, ich hab so Angst, dass rechts von mir irgendwie die Tür aufgeht, also dass er eben dann raus steht, weißt bei du. Bei Curry vor allem, wenn links hinten einer kommt, ja, ne, das sehen der wir kann nicht. Mich das direkt könnt, töten, weil das ich könnt liege ihr oben. Auch nicht sehen. Ja, bei ja mir deswegen auch. Immer externe Ansicht und immer umgucken. Das mache ich die ganze Zeit. Ja, das bringt aber nicht. Selbst wenn ich das sehe, dann bin ich sofort tot. Ich habe keine Chance. Ich muss mich ja auch erstmal, ich gucke ja nach rechts und wenn jetzt gleich einer links reinkommt, er sieht mich direkt hier oben liegen, dann knallt der mich ab und holt noch Curry von hinten, weil Curry muss erstmal aufstehen, sich drehen und wie gesagt, taktisch ja, sind aber wir im Nachteil. Ja, aber ob er damit rechnet, dass unten der Curry noch sitzt, so weißt du? Nee, ja, aber ich sag mal so, hoffentlich war der Schuss gerade nicht auf uns oder auf unser Haus, weil sonst hat uns wirklich jemand schon entdeckt hier. Ja, aber wenn uns jemand entdeckt hätte, dann wäre schon längst hier mehrere mit dem hier. Kannst du davon ausgehen, Alter. Ja, das beruhigt mich jetzt eigentlich jetzt wieder. Aber wirklich, der Schuss ist entweder bei uns hier eingeschlagen oder nebenan. Vielleicht war das da nebenan. Das kann ja auch sein, eben, da hockt vielleicht einer sogar, weißt du? Boah, Alter, alles so spannend hier. Boah, links von uns, also hinter euch. Schuss, ja, hinter Schuss. Zwei Schüsse. Mosin-Schuss, genau. Da schon wieder. Und der Typ rennt, da rennt gerade wieder einer die Straße entlang Richtung Polizeistation. Okay. Mit blauem Rucksack. Ja, und einer ist direkt in die Polizeistation gerade reingerannt. Okay, da werden sich jetzt zwei Stück. Ja, Leute, und wie das ausgeht, da müssen wir jetzt leider einen Cliffhanger machen. Wir sehen das dann in der nächsten Folge. Drückt uns die Daumen, dass wir das überleben und wir bedanken uns fürs Zusehen. Und wenn euch die Challenge gefällt, macht einen Daumen hoch und postet eure Ideen in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank und seid nicht so streng mit uns. Bye, bye. Macht's gut. Ciao.